So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Weiß und wir sind hier inmitten vom alten Palast. Ich habe ewig nicht mehr aufgenommen, weil der gute Koto hatte ja eine kleine Zwangspause beim Aufnehmen und wir konnten ungefähr einen ganzen Monat lang keine Pokémon Weiß Folgen aufnehmen, aber jetzt ist endlich wieder was los und ich sehe gerade, die Hälfte von unserem Team ist ein bisschen beschädigt. Wir haben aber zum Glück noch Supertränke dabei. Da heile ich mal ein bisschen was hoch hier und ich meine, wir haben auch noch, ja, Kumu, mich haben auch noch ein bisschen was, das gefällt mir doch. So, Eistüte ist vorne und Renekton knapp dahinter. Renekton ist kurz davor, sich zu entwickeln. Haben wir gegen den da oben schon gekämpft? Nein, haben wir noch nicht. Würde jeder seine Pokémon freilassen, müsste sich keiner mehr um Sieg oder Niederlage streiten. Ja, nette Theorie, aber leider falsch, denn wenn es keine Pokémon mehr gibt, dann finden die Menschen was anderes, worum sie sich streiten können. Zum Beispiel mal im Kartenspielen oder sowas. Und der hat einen Rockheimer. Das gefällt mir doch sehr gut, weil ich die Eistüte vorne habe. Eisstrahl hat schon ein paar Attackenpunkte gelassen, aber solange wir noch welche übrig haben, sollte das überhaupt kein Problem sein. Auf jeden Fall haben wir den Plasmarüppel schon besiegt. So, mit dem Treibsand einfach nur nicht rennen, sonst sinkt man ein. Ich weiß gar nicht, wo geht's denn weiter, aber ich glaube, da wo der Plasma-Typ was bewacht hat, da müsste es weitergehen. Ich lasse die Eistüte einfach mal weiter vorne. Solange die noch im grünen Bereich von dem KP ist, ist das alles kein Problem. Es ist nun mal unmöglich für einen dummen Trainer das Potenzial der Pokémon auszuschöpfen. Probier's doch. So, der hat drei Pokémon. Ein Cleopatra. Na dann, machen wir mal mit der Eistüte weiter. Cleopatra ist natürlich schneller, das wundert mich jetzt nicht wirklich. Und überlebt ganz, ganz knapp. Eine Gewissheit macht er hinterher. Das wird knapp, ja. Aber gut, der Volltreffer war jetzt unnecessary. Auf jeden Fall Level 38 für die Eistüte. Ein Unrat-Tytox kommt in den Kampf. Elispin und Petri sind beide noch... Ja, ich schicke ihn in den Kampf. Der sollte hier mit seinem Donner sowieso alles weggrillen. Ich mag die Attackenanimation vom Donner. So, noch ein anderer Tytox, das machen wir auch gleich weg. Noch ein Donner. Der ja dank Facettenauge zu 91% trifft. Ah, wie dumm. Ja, du sagst es. Du bist dumm. So. Ich schick mal die beiden da weiter nach vorne und ich gebe. Ups, das wollte ich nicht. Eine Kumo-Milch wollte ich benutzen für die Eistüte. Für den Fall, dass ich die mitten im Kampf noch reinschicken muss. Dass die wenigstens was aushält. So. Haben wir ein AP Plus, das kann man immer mal brauchen. So. Und dann schauen wir hier doch mal weiter nach unten. Auf jeden Fall gibt es hier einen Doppelkampf. Ja, also zieht zumindest nach dem Doppelkampf aus. Ist aber keiner. Wir kämpfen für unseren jungen König, nicht mehr und nicht weniger. Ja, kämpft halt für ihn.
Team Plasma Rüde. Ein Kuckmada. Wenigstens das Elis bin vorhin, der kann den weggrillen, bevor der irgendwas Böses machen kann. Hoffe ich zumindest, dass er das schafft. Oh ja, ohne Probleme. So, und ein Zorro-Kex hat er noch. Ja, Zorro-Kex ist ein bisschen zu bulky, als dass ich es mit einer schwächeren Attacke angreifen wollte. Lieber mit dem Donner drauf. Eure Majestät, ich bin untröstlich. Dann machen wir doch gleich mal den nächsten hier. Ich werde niemanden tolerieren, oder, der einen anderen Idealen folgt als wir. Aha. Ja, ja. Immer diese gefolgsamen Anhänger. Sind zwar ganz praktisch, wenn man seine Pläne durchsetzen will. Okay. Ja. Okay, jetzt geht er mal daneben. Aber er schaut auch daneben. Das ist ja wieder lustig. Es sind halt doch noch 9% Wahrscheinlichkeit, dass der da daneben geht. Da reicht's gerade nicht für ein Level-Up, aber ein Kleopatra kommt in den Kampf. Das sollte jetzt überhaupt kein Problem sein, das mit einer Käferattacke einfach auszunocken, weil ein Unlicht-Pokémon hat natürlich eine Käferschwäche. Und da gibt es schön Level 38. Sowas will sie auch nicht tolerieren, okay. Ach ja, da wollte ich gar nicht rein. Ich wollte Petri nach vorne schicken, weil Petri ist jetzt der Letzte, der noch Level 37 ist und Schutz wirkt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, kommen hier wilde Pokémon? Ja, kommen sie. Werde ich gleich nochmal einen Schutz nachsetzen. Ein Echnatoll. Level 36. Kann Petri schon wieder neue Attacken? Nee, kann er nicht. Ich werde jetzt nicht dagegen kämpfen, weil Echnatoll ist mir ein bisschen zu bulky. So, wo ist denn der Schutz? Schutz. Haben wir überhaupt noch welchen? Da, Superschutz. Haben wir noch 15 Stück. Das ist doch sehr schön. Hier ist kein Item. Moment mal. So geht das viel einfacher. Dann gehen wir hier mal schnell nach oben. Okay, hier war nichts, was man sich holen konnte. Hier muss. Da ist auch noch ein Item. TM30 Spukball und sowas lässt ihr hier liegen. Unerhört. Einer der besten TMs. Das würde ich in meiner Pokémon X ohne den Spukball machen. So eine gute Attacke. So, da sind wir schon unten angekommen. Und Sharon gleich hinterher. Endlich eingeholt. Los, kommt her zu mir. Sieh an, da ist also die ganze Bande versammelt. Ihr gebt euch ja alle redlichen Mühe, Zekrom, das zweite Drachen-Pokémon zum Leben zu erwecken. Doch den Dunkelstein, den ihr sucht, findet ihr hier nicht. Nun denn, fühle dich geehrt, Black. Unser König hat dich auserkoren. Sollte dein Herz von dem eitlen Wunsch beseelt sein, dass Menschen und Pokémon weiterhin zusammenleben sollen, so mache dich rasch auf, das andere Drachen-Pokémon zu finden, von dem die Legende erzählt, und erlange seine Anerkennung. So dann wirst du unserem König in einer letzten entscheidenden Schlacht gegenübertreten. Versagst du, so werden die Posaunen unseres Sieges ertönen und die Kunde vom Ende der schmächtigen Knechtschaft, unter welcher die Pokémon durch Menschenhand zu leiden hatten, in alle Lande tragen.
Wir von Team Plasma werden den Pokémon die Freiheit schenken. Ihnen die Freiheit schenken? Wünschen sich die Pokémon denn von ihren Trainern getrennt zu werden? Den Menschen ihre Pokémon zu rauben, ist es das, was ihr unter Freiheit versteht? Hört, hört, Champ Lauro höchstpersönlich meldet sich zu Wort. Nachdem vor einigen Jahren dein geliebtes Pokémon einer schweren Krankheit zum Opfer gefallen ist, hast du dich aus der Wettkämpfe zurückgezogen und den Top 4 befohlen, fortan an deiner Stadt über die Pokémon-Liga zu wachen. Seitdem durchstreifst du ziellos die Einhaltregion. Und obgleich dich so ein so unerbitterliches Schicksal ereilt hat, möchtest du dennoch die Welt bewahren, so wie sie ist? Diese Welt, in der Pokémon und Menschen zusammenleben? Wir sind Team Plasma und unser König wird den Menschen von einer beweisen, dass er stärker ist als der Champ, der die Pokémon nur knechten will. Und genau wie einst der Held der Einahl gegründet hat, wird auch unser König mit dem legendären Pokémon an seiner Seite die neue Welt bestimmen. Seine Majestät wird allen Trainern befehlen, die Pokémon freizulassen. Zu diesem Zweck haben wir bereits für das legendäre Regirama und für unseren König ein angemessenes Schloss errichtet. Ich werde siegreich sein. Für alle Trainer, die ihre Pokémon lieben und für alle Pokémon, die ihren Trainern vertrauen. Seine Majestät hat keinerlei Interesse an dir. Er sieht in dir nur einen weiteren Gegner, den er besiegen wird. Bist du hier geblieben, nur um mir das zu sagen? Beleidigung kannst du dir sparen. Du tust mir Unrecht, Lauro. Allein die Güte, die in meiner Seele wohnt und zutiefst empfindendes Mitgefühl, ja, aufrichtige Nächstenliebe, legen mir diese gut gemeinten Worte in den Mund. Ich möchte dir lediglich die unnötige Pein und vor allem jene Schmach ersparen, die dich gewiss für den Rest deines Lebens plagen würde. Jedoch muss ich zu meiner Stande gestehen, dass der Anblick verzweifelter, ja gebrochener, insbesondere die ermattende, von tiefer innerer Leere kühnende Dunkelheit in ihren Augen, mich in einen Zustand unschwänglicher Freude versetzt, der sich nur schwer in Worte fassen lässt. Nun denn, der Friede sei mit dir. Lauro, was hast du jetzt vor? Ich kehre zur Pokémon-Liga zurück und stelle mich an. Allerdings ärgert es mich damit genau nach dem Wunsch von Gizis zu handeln. Und was ist mit dem Dunkelstein? Lauro, gehen wir doch erstmal nach draußen. Ja, gute Idee. Die Luft ist hier zu stickig. Da fehlen mir glatt die Worte. Das werde ich Ihnen nie verzeihen. Was mag dieser zwielichtige Endus im Schilde führen? Möchte er nur durch einen Sieg im Kampf der beiden Drachen-Pokémon beweisen, dass er im Recht ist? Das Telefon. Black? 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 Hallo Black, bist du da? Ah, endlich, ich habe dich an der Strippe. Hör mir jetzt bitte gut zu, Black. Lass alles stehen und liegen und komm auf der Stelle zum Museum von Septerna City. Auf der Stelle, hörst du? Ich meine das sehr ernst, in Ordnung? Los, nimm die Beine in die Hand. Ich konnte die Stimme der Tochter von Eberhard Esche bis hierher hören. Sie schien ja völlig mit den Nerven am Ende zu sein. Was mag da nur vor sich gehen? Ich mache mich sofort auf den Weg nach Septerna City. Und ich werde nochmal den alten Palast eingehen und unter die Lupe nehmen. Ich kann und will einfach nicht glauben, was dieser Scharlatan von Gizis sagt. Begib du dich jetzt am besten schleunigst zum Museum von Septerna City. Ja, und da werden wir jetzt auch hingehen. Oder hinfahren, besser gesagt. Wenn wir in der Sandspur bleiben, kommen auch keine wilden Pokémon. Moment, den hier quatsche ich mal ganz kurz an. Dann spare ich mir nämlich das Pokémon Center. Ich bin jetzt nur am Überlegen. Verdammt, jetzt habe ich nochmal angequatscht. Ob ich jetzt schnell ein Pokémon zum Fliegen holen soll oder ob ich einfach hinfahren soll. Der Weg bis nach Stratos City ist zumindest nicht ohne wilde Pokémon. Allerdings. Ach. Ich glaub, das bisschen Zeit habe ich jetzt. Okay, so.
Okay. Dann kommen halt noch ein paar wilde Pokémon. Von denen können wir aber schön weglaufen. So. Das waren, soweit ich es weiß, die einzigen wilden Pokémon, gegen die ich kämpfen muss. Und wenn wir jetzt nach Septerna City wollen, dann müssen wir nochmal durch Stratos City durch. Da waren wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Da waren wir zwar damals lange genug drin, aber gut, wir haben es auch dafür ziemlich komplett leer gemacht von Trainern. Aber dafür gibt es jetzt nochmal eine kleine Fahrt über die Himmelspfeilbrücke. Die schönste Brücke der Einalregion. Nur diesmal mit Fahrrad und der gleichen Musik, wie wir sie damals zum ersten Mal überquert haben, nur diesmal von einer anderen Richtung. Und da sind wir auch schon wieder fast am Ende. Jetzt geht's nochmal durch den ewigen Wald durch. Ups, falscher Knopf, den wollte ich. Trainer hier haben wir ja Gott sei Dank alle besiegt. So, und schon sind wir in Septerna City. Na dann. Lauro hat mich bereits über alles aufgeklärt. Du bist ja in einen ordentlichen Schlamassel geraten, Black. Redest du hiervon? Das ist doch der alte Stein, der im Wüstenresort gefunden wurde. Genau, aber hat der tatsächlich etwas mit den Drachen-Pokémon zu tun? Gewiss. Bei meinen Nachforschungen über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass in ihr Materialien verbaut wurden, die auf dieselbe Epoche hinweisen, aus der auch dieser Dunkelstein stammt. Das waren eigentlich meine Nachforschungen. Oh, das war echt gute Arbeit. Aber dann können wir ja wirklich von Glück reden, dass Team Plasma vorhin nicht auf diesen alten Stein aufmerksam wurde, oder? Das kannst du laut sagen. Wir können jetzt wohl ganz sicher davon ausgehen, dass diese Halunken den Draco-Schädel gestohlen haben, weil sie vorhatten, das legendäre Drachen-Pokémon wiederzuerwecken. Na gut, Black, dann nimm du jetzt den. Einen Augenblick, Black. Wenn du den Dunkelstein an dich nimmst, bedeutet dies, dass du dich end zum Kampf stellen musst, wenn mir etwas zustößt. Bist du dir darüber im Klaren? Aber ja doch. Das nehme ich als Beweis für deine Entschlossenheit. Gut, dann pass mir schön darauf auf. Hier, nimm. Ich verstehe. Der Dunkelstein birgt also die Macht, dem Pokémon und uns im Notfall die Chance auf eine vollkommene Zukunft zu bewahren. Versprich mir, gut darauf Acht zu geben. Und da haben wir den Dunkelstein. Und wie bewerkstelligen wir nun, dass aus dem Stein das Drachen-Pokémon erwacht? Wie mein? Naja, also... Ich hab's, warum fragen wir nicht einfach einen Experten? Aber ja, ich weiß genau, wen du meinst. Black, ich werde mich auf den Weg nach Twindrake City machen. Der Arenaleiter dort kämpft mit Drachen-Pokémon. Vielleicht kann man uns dort ja weiterhelfen. Ich gehe schon einmal voraus und warte dort auf dich. Bis bald. Natürlich, ihr habt recht. Es ist gut möglich, dass Lilia aus Twindrake City etwas weiß. Black, vergiss bitte niemals, dass deine Pokémon stets an deiner Seite sind. Wir begeben uns dann zurück ins Labor, um uns über das Drachen-Pokémon schlau zu machen. Wir werden prüfen, ob es eine Methode gibt, mit der man es wiederwecken kann. Nur keine Angst. Wenn du in die Klemme geraten solltest, eilen wir dir sofort zur Hilfe. Viel mehr als dass die Situation offenbar ziemlich angespannt ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Weißt du eigentlich, wie du nach Twindrake City gelangst, Black? Wenn du von Nevaio City aus die Zylinderbrücke überquerst, bist du schon so gut wie dort. Wenn dir meine Wegbeschreibung aber noch nicht reicht, wirf am besten einen Blick auf die Karte.
Das machen wir doch dann. Aber ich wollte mal was nachschauen. Und zwar haben wir eine Herzschuppe. Das würde mich nämlich mal interessieren. Ja, ja, wir haben eine. Das ist sehr gut, weil die brauche ich jetzt. Nein, ich muss dann noch einem ganz gewissen Pokémon eine Attacke beibringen. So. Aber zuerst mal brauche ich jemanden zum Fliegen. Dann schmeiße ich mal ganz kurz raus die Eistüte, die hole ich mir nachher wieder ab. Ist ja nur ganz kurz. Das wird eh das letzte sein, was ich in dieser Folge hier mache. So, jetzt nochmal die Frage, wo war die Tussi mit den Herzschuppen? War die in Panaero? Müsste eigentlich. Einmal mal schauen. Ansonsten mache ich kurz einen Aufnahmestopp und schau mal ganz schnell den PokéWiki nach. Moment, was ist hier? Ah ja. Das hier könnte schon das richtige Haus sein. Mann, mich nennen alle Fräulein Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon beim Heranwachsen lernen. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern können. Im Tausch gegen einen Item namens Herzschuppe helfe ich dem Gedächtnis eines Pokémon gerne auf die Sprünge. Was soll sich eins der Pokémon an eine Attacke erinnern? So, und da brauche ich jetzt unseren Nick. Denn der kann, wie man hier sieht, den Feelender lernen und das ist eine richtig gute Attacke für ihn. Dafür können wir die Kreuzschere wegmachen. So, und dann hat Nick jetzt den Feelender. Das ist mir diese Herzschuppe wert, denn damit ist sein Moveset mit Ausnahme von einer Attacke eigentlich schon ziemlich komplett. So, dann nehmen wir uns doch mal den Klaus und fliegen nach Nevio City. Dann geht's noch schnell ins Pokémon Center. Und dann... Eistüte wieder ins Team. So. Hier und... Boah, ich bin dann eigentlich für meine Folge ziemlich fertig. Ich beende jetzt die Aufnahme und lasse Koto genau hier an dieser Stelle raus, wo ich ihn, glaube ich, vor 2 oder 3 Parts schon mal rausgelassen habe. Also. Ja. Bis zur übernächsten Folge. Die nächste seht ihr ja wie gewohnt nächsten Donnerstag bei Koto, sofern er es schafft, bis dahin aufzunehmen. Bis dahin, ciao.